Ich denke, die essentiellste Frage, die sich am Anfang jeder Musiksuche stellt, ist: Nehme ich mir eine Band oder nehme ich mir einen DJ? Jetzt möchte man natürlich meinen, dass ich nur pro DJ spreche, aber ich will euch mal ein paar Punkte erzählen, auf die es im Grunde an so einem Abend drauf ankommt und wo wir uns von der Band schon auch unterscheiden. Man sagt uns natürlich nach, dass wir viel flexibler sind, was es heißt, welche Musikrichtung gespielt wird, auf welche Lieder die Leute gerade so anspringen. Dann können wir natürlich hier jederzeit umswitchen und vom einen aufs andere Mal entscheiden, was denn jetzt der geeignetere Song sein wird. Das kann natürlich eine Band in den seltensten Fällen. Die haben bestimmt auch oft ein großes Repertoire, aber sie können dann oft nur so blockweise switchen und da sind wir viel, viel flexibler. Außerdem sind wir natürlich in allem auch sensibler, was die Lautstärke angeht. Das heißt, wir können natürlich leiser drehen. Da tut sich der Drummer oder so natürlich schwer, einfach leiser zu spielen. Die haben immer eine gewisse Grundlautstärke, so eine Band. Und wir können dann doch die geeignete Hintergrundmusik einfach auch leise ablaufen lassen, damit sich keiner gestört fühlt, aber trotzdem die richtige Atmosphäre geschafft ist. Ein weiterer kleinerer Vorteil ist natürlich, dass wir weniger Platz brauchen. Wir stehen in unserem Eck meistens, haben einen Tisch, links und rechts ein Stativ, das heißt so 2 auf 2 Meter. Insofern passen wir definitiv auch in jede Location rein. Außerdem spielen wir natürlich ohne Pausen. Das ist für mich einer der kritischsten Punkte bei einer Band, da sie dann doch oft ein Lied spielen und keiner tanzt. Dann spielen sie nochmal ein Lied, tanzt vielleicht noch keiner. Gut, es kann bei uns auch jederzeit passieren, aber wenn dann halt beim dritten oder vierten endlich die Leute anspringen, dann machen wir halt weiter und die Band macht dann trotzdem beim fünften Lied ihre Pause. Klar, die brauchen eine Pause, ist natürlich viel anstrengender in dem Sinn, hier 10 Lieder durchzusingen, wie für uns das richtige Lied auszuwählen. Also diese Pausen sind sehr kritisch, weil es dann um 11 Uhr, 12 Uhr, so eine Viertelstunde Pause schon auch die Gäste animiert, schön langsam zu gehen. Live ist toll, keine Frage. Ein klarer Pluspunkt ist, dass man so einer Band schon auch zuschauen kann. Auch wenn man nicht tanzt, kriegt man da was geboten. Da müssen wir bestimmt ein kleines Stückchen zurückstecken. Aber recht viel mehr Vorteile finde ich meist für eine Band nicht. Denn wir dann doch immer auch das Original spielen und nicht irgendwo, man irgendwo abhängig ist davon, wie gut es interpretiert wird und sich schnell bei so einer Dreimann-Band dann doch alles relativ gleich anhört. Gut, außerdem sind wir wahrscheinlich in allem auch günstiger. Das ist einer der wohl schönsten Vorteile im Endeffekt. Um dieses Live ein bisschen zu kompensieren, haben wir ja mittlerweile bei Do-Events auch verschiedene Live-Musiker im Angebot, die man auch kombinieren kann, also mit dem DJ kombinieren kann. Habe ich jetzt zum Beispiel am Nachmittag ein Duo, ein Trio oder schon in der Kirche ein Gesangsduo, welches dann am Nachmittag im Sektempfang, zum Sektempfang weiterspielt und am Abend dann der DJ, der einspringt, dann habe ich natürlich eine große Bandbreite an Musik. Also sprich, das Duo sorgt für Tränen in der Kirche, für Emotionen, danach locker Live-Musik beim Sektempfang, bei Kaffee und Kuchen, dann der DJ mit der passenden Hintergrundmusik, Dinnermusik, die erste Tanzrunde für die ältere Gesellschaft, Party für Jung und Alt und dann endend bei den Charts und Jugendzünden bis um 2, 3 Uhr Disco. Das ist definitiv die maximale musikalische Bandbreite, die man überhaupt haben kann und in der Summe, wie gesagt, wahrscheinlich günstiger wie eine 5-Mann-Band.